Hey, willkommen zurück hier auf dem Channel am Samstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir gleich ins Video durchstarten, wo es darum gehen soll, wie du am besten Frauen in der Universität kennenlernst, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein, wenn dir hier die Sachen auf diesem Channel gefallen. Online-Coaching bedeutet einfach, dass ich dich per E-Mail begleite auf deinem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen. Du bekommst dort regelmäßig E-Mails von mir, Tipps, die du hier nicht auf YouTube finden wirst, geheime Tricks, die ich hier nicht auf YouTube verrate. Bekommst du dort regelmäßig von mir per E-Mail zugeschickt. Wenn das interessant für dich klingt und wenn du generell das magst, was hier auf dem Channel los ist, dann kannst du dich dafür gratis eintragen. Erster Link in der Beschreibung oder oben auf der Infokarte. Kann das sein, dass oben in der Infokarte ein Quiz dir angeboten wird? Das kannst du dann auch machen und wirst dann am Ende automatisch mit eingetragen in das Online-Coaching. Also trag dich ein, solange das Ganze noch gratis ist. So, jetzt wollen wir mal ins Video durchstarten und wie gesagt, es geht darum, auf Zuschauerwunsch hatte mich am Donnerstag jemand zugefragt, nicht am Donnerstag, ich glaube Mittwoch war das, Thema Flirten in der Universität. Und was ich zuallererst mal dazu sagen möchte ist, dass Flirten in der Universität sich so ein bisschen verhält wie Flirten im Fitnessstudio. Flirten in der Universität würde ich etwas langsamer angehen, genauso wie Flirten im Fitnessstudio, aber nicht ganz so langsam. Also von der Schnelligkeit her ist Flirten im Fitnessstudio hier und Universität ist vielleicht hier. Und auf der Straße, da bist du hier und bist sehr, sehr schnell. Weil auf der Straße, da ist diese Frau, die kommt dir entgegen und dann ist sie weg. Und du siehst sie auch wahrscheinlich kein zweites Mal wieder, außer du hast Glück. Das heißt, Flirten auf der Straße ist deswegen am schnellsten, weil du sprichst die Frau an und dann passiert das Ganze und dann ist es vorbei. Du hast keine zweite Chance mehr. Das heißt, du gehst am besten direkt in diesem ersten Gespräch mit der Frau, sagst du das, was du willst, nämlich, dass du sie treffen willst, denn sonst wird das niemals vorkommen. Danach kommt Universität, denn an der Universität siehst du die Leute natürlich öfter wieder. Da ist dieser Sonderfall, dass du natürlich auch Frauen begegnen kannst, die nicht in deinem Studiengang sind. Denn Universitätsgelände sind ja oft sehr groß. Gerade hier in Berlin ist das Ganze über die ganze Stadt verteilt. Das heißt, da könntest du tatsächlich mal Frauen sehen, die du dann nicht sehr oft wieder siehst. Deswegen ist es nicht ganz so schnell wie die Straße, aber nicht so langsam wie das Fitnesscenter. Denn zum Beispiel im Fitnesscenter, da bist du ja immer wieder und da sind immer die gleichen Leute. Das heißt, da kannst du das Ganze wirklich langsam angehen. Und was ich meine mit langsam schnell, heißt dann einfach, komm schnell zum Punkt oder komm langsam. Mal zum Punkt. Angenommen, da ist eine neue Frau in deinem Freundeskreis und ihr macht regelmäßig was zusammen in dem Freundeskreis und du siehst diese Frau regelmäßig, dann kannst du das Ganze langsamer angehen. Du kannst sie erstmal kennenlernen und dann erstmal schauen, okay, funktioniert das hier bei uns? Stehen wir aufeinander? Also musst du keine Eile haben, genauso wenig wie im Fitnesscenter, weil du siehst die Frau ja immer mal wieder. So, Universität ist so ein Mittelding. Ich würde dir generell davon abraten, an der Uni oder die Universität zu dem Ort zu machen, wo du all deine Frauen kennenlernst, denn dann bist du an der Uni irgendwann der Typ, der einfach alle Frauen anspricht und das ist kein Ruf, den du unbedingt haben möchtest. Frauen mögen das, wenn Männer Erfolg mit Frauen haben, aber Frauen mögen es auch, das ist ein bisschen paradox, aber eigentlich nicht, Frauen mögen es auch, wenn Männer nicht jede Frau nehmen. Wenn eine Frau das Gefühl hat, der Mann nimmt jede Frau, der hat jeden Tag eine andere, dann ist das nicht so attraktiv. Aber wenn die Frau das Gefühl hat, der Mann hat theoretisch Chancen bei vielen Frauen, aber er wählt die Frauen ganz besonders aus und die, die er auswählt, das sind nur die Besten. Wenn die so ein Gefühl haben, dann ist das ein sehr attraktiv wirkendes, eine attraktiv wirkende Eigenschaft. Also nochmal zusammengefasst, wenn die Frau das Gefühl hat, dass du jede Frau nimmst, die du kriegen kannst, dann ist das sehr unattraktiv. Wenn die Frau das Gefühl hat, du kannst theoretisch viele Frauen haben, aber du nimmst nicht jede, dann ist das sehr attraktiv und du willst nicht diesen Anschein erwecken, als wärst du der Typ, der an der Uni alle Frauen klar machen will. Denn das spricht sich rum und dann kannst du keine Frauen mehr klar machen, weil von vornherein die Frau mit einer negativen Einstellung auf dich zugeht und dann kann der Kennenlernprozess nicht mehr so richtig passieren. Also zusätzlich Uni. Was ich empfehlen würde, wenn du jetzt zum Beispiel Erstsemester bist, das sollte jeder Erstsemester machen, das habe ich auch damals gemacht, sei der Typ, der alle Leute connectet. Sei der Typ, der zu allen Leuten hingeht am ersten Tag und sagt, hey, lass uns einfach Nummern tauschen, dass wir alle in eine WhatsApp-Gruppe kommen oder alle in eine Facebook-Gruppe und dass wir uns dann da über den ganzen Studiengang austauschen können. Sei der Typ, der von Anfang an alle Leute connectet, sei der Leader, der Anführer, der Organisator. Denn dadurch, dass du der Anführer und der Organisator bist, lernst du alle Leute erstmal in deinem Studiengang kennen und bist auch noch der Anführer, der diese ganzen Sachen organisiert. Das heißt, wenn du die ganzen Nummern in der WhatsApp-Gruppe hast, dann versuch so Dinge zu organisieren wie, hey, lass mal alle zusammen was trinken gehen, dass wir uns kennenlernen können. Ja, übernimm da einfach ein bisschen die Führung und sei dieser Typ, der das direkt am ersten Tag macht oder später, wenn das in eurem Studiengang immer noch nicht etabliert sein sollte, nach dem ersten Tag,
dann mach es einfach später und führe das sozusagen ein. Also bringe da einfach die Leute zusammen. Übernimm Führung in solchen Dingen wie Lerngruppen und dann lernst du nämlich relativ schnell die ganze Universität kennen oder viele Leute auf der Universität. Dann natürlich ganz offensichtlich, wenn Unipartys sind, dann solltest du immer zu Unipartys gehen, denn das ist einer der einfachsten Wege, um Studierende aus anderen Bereichen kennenzulernen, auf normalem Wege. Sobald oder solange du eine Frau auf normalem Wege kennenlernen kannst, ist es immer besser, als wenn du sie auf nicht normalem Wege kennenlernst. Also nicht normal wäre, wenn du sie auf dem Campus ansprichst und normal oder sozial anerkannt wäre, wenn ihr euch auf einer Party kennenlernt oder ihr lernt euch beim Lernen kennen. Ja, dann da redet man ja offensichtlich miteinander, wenn man zusammen lernt. Das auf dem Campus ansprechen ist eher eine unnormale Sache. Das heißt nicht, dass du es nicht machen sollst. Natürlich sollst du es machen. Nur es ist immer besser, wenn du eine Frau unter normalen Umständen kennenlernen kannst, als unter etwas unnormaleren Umständen. Denn das macht die Sache einfacher. Wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst, dann fragt sie sich halt, oder am Unicampus, was will der jetzt von mir? Will der mir was verkaufen? Beklaut er mich gleich? Oder was auch immer. Es sind tausend Sachen, die Frau sich da denkt. Und wenn die Frau aber mit dir angenommen in einer Lerngruppe sitzt, dann kann sie dich halt ohne Vorurteile kennenlernen. Und das ist immer einfacher. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast zu sowas, nutze immer das, statt die Frauen direkt anzusprechen. Solltest du dann aber trotzdem einer Frau begegnen, die dir gefällt an der Uni, dann würde ich sie natürlich ansprechen. Und offensichtlich bietet es sich an, die Frau über das Thema Studium anzusprechen. Du kannst sie aber auch direkt ansprechen. Wie gesagt, halte ich mit dem direkten Ansprechen so ein bisschen zurück. Ich würde das so handhaben. Im Fitnessstudio, in der Uni, würde ich die Frauen, die mir super gut gefallen, wo ich mir denke, boah, ich kann einfach nicht anders, die sind einfach voll mein Typ, auf jeden Fall ansprechen. Kannst du auch gerne direkt ansprechen, das ist kein Problem. Und würde dann meine Hauptarbeit des Frauenkennenlernens aber auf die Straße verlegen oder in einen anderen Ort, in einen anderen sozialen Ort. Da wirklich nur die Frauen machen, die dir super gut gefallen. Und ansonsten wirklich mal Ausschau halten, dass du Unisport ist eine richtig geile Sache, am Unisport teilnehmen. Da kannst du auf normalem Wege mit sehr vielen Frauen in Kontakt kommen. Es ist nicht so schwer, an der Uni mit vielen Frauen zu schlafen, aber du musst dich halt in dieses Unileben so ein bisschen einbauen. Optimalerweise. Ja, wenn du nicht den super krassen Typ spielen willst, der einfach shotgunmäßig alle Frauen direkt ansprechen, dann der super Creep im Jahrgang ist, aber vielleicht trotzdem ein paar Frauen flachlegt. Wenn du das richtig geschickt anstellen willst, wenn du es wie ein Flirtmeister anstellen willst, dann schlängelst du dich so ein bisschen in all die Sachen, die an der Uni passieren. Unisport, geh zu verschiedenen Unisportgruppen, lerne dort Leute kennen, führe dort wieder Leute zusammen. Das ist immer das Allerwichtigste. Führe die Leute in deiner Uni zusammen. Das heißt, du hast vielleicht diese Gruppe gegründet von Erstis, die sich gerade kennenlernen und so, und dann gehst du zum Unisport und holst noch Leute aus anderen Jahrgängen dazu und bist so, hey, komm, wir feiern morgen Abend eine Party, kommt doch auch vorbei. Und dadurch, das ist so ein Dominoeffekt. Dadurch, dass du neue Leute kennenlernst, bringen die dann wieder Freunde mit, bringen die dann wieder Frauen mit, die du kennenlernen kannst in normalem Umfeld. Und so kannst du relativ schnell mit super vielen Frauen schlafen. Mit mehr Frauen wahrscheinlich, als wenn du die Frauen die ganze Zeit kalt an der Universität ansprichst. Das heißt, mach da ruhig so ein bisschen langatmiger das Ganze und sozialisier dich da ein bisschen mehr. Das ist das Allerwichtigste. Mit je mehr Leuten du an der Uni in Kontakt bist, auf so mehr Partys gehst du. Und auf so mehr Partys du gehst, desto mehr Leute kennst du. Je mehr Leute du kennst, desto mehr Frauen lernst du kennen. Und so weiter. Das ist alles so ein Dominoeffekt. Und wenn du vorne gut anfängst, dann hast du hinten raus sehr, sehr viele Frauen, mit denen du an der Universität schlafen kannst. Auch ohne mit denen dann in eine Beziehung gehen zu müssen oder was auch immer. Da solltest du dir natürlich dann klar sein und auch klar kommunizieren, was du willst. Aber das haben wir auf dem Channel auch schon ein paar Mal besprochen. Also, zusammenfassend, das Ganze ist ein bisschen langsamer als zum Beispiel auf der Straße, nicht so langsam wie Fitnessstudio, und der Kern meiner Meinung nach besteht darin, die Frauen, die du wirklich Hammer findest und wenn du sie siehst und denkst, ich kann nicht anders, sprich sie auf jeden Fall an, go for it, benutzt die Uni nicht als Ansprech- und Übungsort, auf keinen Fall als Übungsort. Und ansonsten sozialisiere dich viel, gründe Gruppen, führe Menschen zusammen, das ist immer, immer wichtig. Und an der Uni hast du diese tolle Chance, dass da so viele Leute sind, die du zusammenführen kannst und die auch zusammen was erleben wollen. Organisier Dinge, organisier Partys, bring Leute, die du kennenlernst beim Unisport, zu einer anderen Veranstaltung von Leuten, die du bereits kennst. Und lerne dadurch wieder neue Leute kennen und neue Frauen kennen. Und du kannst immer bei diesen Veranstaltungen, sei es Partys, Unisport, kannst du immer super entspannt über das Thema Universität oder Unisport an sich in dem Beispiel mit den Frauen in Kontakt kommen. Wirklich, es ist immer besser, wenn du mit den Frauen normal in Kontakt kommst, als unnormal. Denn dadurch ist die Barriere, mit der du da arbeitest, geringer. Ja? Wenn eine Frau auf der Straße unterwegs ist, dann fragt sie sich vielleicht, hey, ist das ein Verbrecher? Hey, was passiert jetzt als nächstes? Und dann ist die Barriere größer in ihrem Kopf, dich kennenzulernen. Wenn sie dich in der Uni kennenlernt und ihr lernt euch über einen gemeinsamen Freundeskreis kennen, dann ist da einfach keine Barriere. Dann lernt ihr euch einfach normal kennen und die Wahrscheinlichkeit, dass was miteinander geht, ist einfach viel größer.
Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema Uni und Frauen in der Uni ansprechen, ich weiß, dass jemand spezifisch im letzten Video in den Kommentaren danach gefragt hat und ich fand das eine tolle Idee, tolles Thema, wollte ich behandeln. Wenn du noch Fragen hast, auch du speziell, schreib gerne in die Kommentare, ich erläutere das dann gerne noch weiter. Schön, dass ihr dabei wart am Samstag, ich freue mich, euch wieder am Donnerstag dabei zu haben. Ideen für Videos, Vorschläge für Videos immer gerne in die Beschreibung, da freue ich mich drüber. Und ansonsten kannst du hier unten das Quiz machen, wie du rausfindest oder im Quiz findest du raus, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Und ich zeige dir ein Video, in dem ich dir zeige, wie du noch attraktiver wirken kannst. Da unten kannst du den Channel abonnieren und da geht es zu einem Video, das dir bestimmt auch auf diesem Channel gefällt. YouTube pickt das da automatisch raus und guckt, was könnte dir am besten helfen, was könnte dir am besten gefallen. Deswegen schau da oben mal vorbei. Das Video wird wahrscheinlich dir spezifisch weiterhelfen können. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.